Lieber Rainer, herzlichen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst. Wir stellen verschiedensten Persönlichkeiten vor allem einmal Fragen in Richtung, was war das wirklich Überraschendste jetzt? Was ist für dich das, sozusagen, wo du sagst, Surprise Factor Nummer 1, das hat mich wirklich überrascht, was da gekommen ist? Ja, also ich meine, mein Beruf ist es ja buchstäblich, das Gras wachsen zu hören. Und ich bilde mir ein bisschen was darauf ein, dass ich das wahrscheinlich am besten kann, das Gras wachsen hören. Was mich am meisten überrascht hat, sind wahrscheinlich Dinge, die mich eh nicht überraschen sollten, wie dass es so schnell geht, dass die Wirtschaft so anfällig ist, so fragil, so schnell zusammenbricht, so zerbrechlich. Und damit auch, das, wenn man so möchte, im Verlagsgeschäft eines Mediums in meinem Berufsleben, also wie schnell wir dann plötzlich massiv an Inseraten verlieren, Teil unseres Geschäftsmodells, unsere Veranstaltungen, also Dinge, die uns extrem wichtig sind, auch wenn es um Erlöse geht und nicht nur Inhalte. Das ist das eine. Das andere, wie stark, wie positiv, aber auch das sollte mich nicht überraschen, wie positiv es wiederum ist, dass eine Marke wie die Presse dann unglaublich gefragt ist. Wir erhalten jetzt mittlerweile, glaube ich, über 10-20% unserer Digitalabonnentenanzahl vergrößern können in dieser Phase. Durch Recherchen, durch Berichte, durch Artikel, allein die was mein Kollege Köxel-Baltaschi da zusammenbekommen hat über die letzten Wochen. Wir halten jetzt bei 30.000 Digitalabonnenten. Und dann, wie meine Kollegen arbeiten, wie wir als Redaktion arbeiten, nämlich ein bisschen wie eine Mischung aus Apollo 13 Technikerteam, beziehungsweise israelische Armee, was wir da haben, mit dem arbeiten wir jetzt, aber ich denke, da sind wir nicht die Einzigen. Also wie wir einfach plötzlich das können, was gute Profis können, improvisieren, und das funktioniert. Das sind einmal die Dinge, die mich überraschen und die mich gar nicht überraschen, weil ich sie eigentlich hätte wissen müssen oder eh schon gewusst habe. Was mich ein bisschen überrascht bei mir selber ist, wie sehr mir der Newsroom abgeht, wie sehr es mir abgeht, direkt Kontrolle, böses Wort, Message Control, wie sehr es mir abgeht, dass ich weiß, welcher Redakteur welchen Artikel schreibt, ich einfach zum Schreibtisch hingehe und sage, du hör zu mal, ich habe da das und das gehört, wie siehst denn du das oder wie schätzt denn du das ein? Und es kommt dann noch zu Fehlern, wenn dann letzten Samstag die Kollegin Ulrike Weiser und ich etwa in Texten, die nebeneinander der Zeitung stehen, mittendrin eigentlich, wenn man die verbunden hätte, vermutlich den eigentlichen Blattaufmacher hätte liefern müssen, nämlich, dass natürlich es in Wahrheit eine Zukunft geben wird, eine Zweiklassen-App-Gesellschaft in Österreich und in allen Ländern der westlichen Welt, wie es schon in Asien gibt. Also wer so eine App hat, kann Dinge machen, die andere ohne App nicht machen können. Ja, das hätten wir als Blattaufmacher müssen. Das ist uns nicht aufgefallen. Die tägliche Arbeit, also das heißt die Interaktion mit denen, die sozusagen die Information, die ihr weitergeben wollt, haben. Wie schaut diese Interaktion allgemein jetzt aus? Hast du das Gefühl, die Dinge werden transparenter in solchen Krisenzeiten oder hast du das Gefühl, es ist eigentlich noch mehr als vielleicht normal, so ein bisschen ein Spiel, ich weiß was, was du nicht weißt, oder der weiß es ein bisschen schneller oder der eben sage ich es nicht oder dem sage ich schon. Gibt es sowas zurzeit? Innerhalb der Redaktion kann ich das ausschließen. Das gibt es nicht. Wir teilen unser Wissen immer, wir teilen Informationen immer. Also wenn sich gerade die ganz heißen Investigativreportagen sind, an die ein bestimmter Kollege dran ist und die dann mehr oder weniger ein paar Tage lang mit seinem Ressortleiter oder Chefredakteur bespricht oder sie das bespricht, bei uns ist es eher sie als er. Das hat aber in der aktuellen Situation überhaupt nichts, keine Relevanz, sondern jetzt gibt es das nicht. Mir kommt es noch ein bisschen vor, es ist transparenter, das heißt über Slack, über E-Mail wissen wir ungefähr, wer was macht, aber was dann bestimmt in der Geschichte steht, weiß der Redakteur und der Ressortleiter, also der Redakteursraum, das ist dann ein bisschen so organisiert wie einzelne Zellen und da macht natürlich dann in dieser Zelle mehr oder weniger jeder, was er will, und deswegen ist es quasi weniger durch Kontrolle wie bisher durch den Chefredakteur oder den stellvertretenden Chefredakteur, aber ansonsten hat sich da wenig geändert. Was ich glaube, ist, dass das merke ich bei den anderen Medien, ist natürlich gibt es verschiedene Informationsstände, natürlich gibt es Dinge, die wir eher wissen, nicht wissen, weil wir einfach andere Informationsquellen haben, zum Dinge, die wir noch nicht schreiben, sondern erst ein paar Tage später schreiben, um gleich mit einem aufzuräumen. Also der vielbeschworene und berühmt-berüchtigte Chefredakteurskreis, der von Sebastian Kurz vorab informiert wird,
Das sind interessante Gespräche, die man da führt und die wir hören, aber das sind jetzt keine Geheiminformationen, die wir vorher vor unseren Lesern bekommen. Also wenn, dann werden sie auch sehr schnell transportiert. Die Arbeit der Politik und der Expertinnen und Experten mit den Medien, was ist da deine Erfahrung? Hat sich das sehr geändert? Oder ist es professioneller geworden? Passieren da mehr Fehler in der Vergangenheit? Naja, es hat sich grundlegend geändert, weil es ist zum ersten Mal in der Geschichte meiner Zweiten Republik, dass quasi ein Thema, und zwar über Wochen die Zeitungen, absolut zu 99% dominiert und bestimmt, es jeden Tag eine Pressekonferenz der Regierung gibt, zu der übrigens nicht aus Manipulation der Demokratie oder Abschaffung im orbanischen Sinn, sondern aus gesundheitlichen Gründen nur wenig Kollegen Zugang haben, einfach um den Mindestabstand zu halten. Das hat natürlich massiv verändert. Dadurch ist das so wichtig, was die Regierung sagt, bis nicht wichtig, bis mitunter inflationär. Und dann gibt es natürlich den berühmten Krisenstab und die Mitglieder des Krisenstabs und die Experten, auf die einzelnen Regierungsmitglieder und der Bundeskanzler hören. Das sind höchst unterschiedliche Personen, die zum Teil nicht mit uns kommunizieren, zum Teil schon mit uns kommunizieren. Ich glaube, das sind, wenn man so möchte, ein bisschen zwei radikale Formen der Informationspolitik. Das eine ist, wenn man so möchte, die österreichische, der Bundeskanzler, die Regierungsmitglieder informieren täglich. Und dann das andere Seite ist das schwedische mit einer Gesundheitsbehörde, in der die Gesundheitsbehördenvertreter und damit auch Wissenschaftler informieren und die Regierung quasi nur folgt, was diese Behörde zu sagen hat. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube auch nicht, dass das Ausgangsbeschränkungen, ja, nein, deswegen automatisch damit zu tun hat. Man könnte es genauso umdrehen und man hätte trotzdem diese völlig verschiedenen Modelle. Ich finde, wir sollten nach dieser Krise offen diskutieren, inwieweit die Wissenschaft, die Hengstschläger aus dieser Welt, ein bisschen mehr in den Vordergrund treten, in einer solchen Krise überhaupt im Alltag, ja, und eine stärkere Rolle einnehmen. Wir sind da sehr politikhörig, dem ich da nicht auf und haben das wahrscheinlich auch viel zu spät hinterfragt. So, Moment einmal, warum spricht da jeden Tag der, weiß ich nicht, Kanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister? Wo sind jetzt eigentlich die Krisenstabsspezialisten, die uns das in ihren Worten vielleicht ein bisschen umständlicher, vielleicht ein bisschen differenzierter erklären? Die Arbeit des Journalismus wird nach Corona wieder so sein wie vorher? Oder wo siehst du jetzt Sachen, wo du sagst, die werden so bleiben? Das hat uns sozusagen diese Pandemie gebracht. Ob gut oder schlecht, und das wird aber so bleiben. Nein, ich glaube, es wird wieder ein bisschen mehr technische Tools geben, die wir besser beherrschen und ein paar Arbeitsweisen, die wir besser beherrschen und besser können und wie wir uns in Zukunft organisieren werden. Das glaube ich, das sind die Medien, aber kein großer Unterschied zu anderen Unternehmen, die schon digitalisiert sind. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Bereiche, die in Wahrheit de facto überhaupt nicht digitalisiert sind, ich nenne jetzt einmal nur die Schulen. Ja. Das ist absurd. Da wird jetzt wirklich viel passieren durch diese Krise. Und meine Grundtheorie wäre ja ohnehin, dass diese Krise ein bisschen lockerer in den Schulen hätte vollzogen werden sollen, wenn eine Krise herrscht. Eine Ausnahmesituation. Da müssen einmal Kinder nicht jeden Tag 100.000 Hausübungen machen, meiner Meinung nach. Aber da bin ich, glaube ich, allein auf weiter Flur und nicht sehr Presseschefredakteurs typisch. Aber ich glaube, das ist ein Bereich, wo sich viel ändern wird. Bei uns im Journalismus nicht so viel. Ja. Glaube ich nicht. Ich glaube, was wir im Journalismus gelernt haben werden, ist, dass wir in Phasen kommen, wo nicht nur wir, sondern alle unsere Gesprächspartner sagen müssten, wir wissen es nicht. Mhm. Ja. Das Übergescheite, das Journalisten, Politiker dauernd haben, ich glaube, das sollte uns hoffentlich diesmal ausgetrieben worden sein. Zur Frage der politischen Performance, global, international, national. Wie würdest du das einschätzen und sozusagen, wie gut steht jetzt die Europäische Union in der Situation eigentlich da? Wie funktioniert die Interaktion zwischen den Ländern, den Kontinenten bis hin sozusagen zu lokal? Welche Auswirkungen das dann sozusagen für Österreich oder sogar für Bundesländer hat? Ja, also ich glaube, es ist immer so interessant, wenn was passiert. Sind alle völlig perplex und sagen, glaube ich, wir hatten das passieren können und das hatten wir nie bedacht. Das ist uns so gegangen bei Griechenland mit dem Euro. Das ist uns 2008 bei der Finanzkrise gegangen, wo uns Wirtschaftsexperten, die immer alles gewusst haben, plötzlich gesagt haben, das konnten wir nicht vorhersagen. Andere haben dann gesagt, das war doch relativ logisch, dass das passiert, wenn man toxische Papiere in toxischen Papieren, in toxischen Papieren, in toxischen Papieren versteckt. Irgendwann muss es doch krachen. Und so kommt es mir jetzt vor. Natürlich kommen jetzt die Ersten und
glaube, wir sind beide Teilnehmer des strategischen Führungslehrgangs der Republik Österreich. Natürlich hat man immer vor einer Pandemie gewarnt, genauso wie man immer vor einem Blackout gewarnt hat. Also diese Warnungen gab es, wir haben sie offenbar alle nicht ernst genommen, die Politik hat sie nicht ernst genommen, die Wissenschaft hat sie zu wenig ernst genommen, die Journalisten haben sie definitiv zu wenig ernst genommen. So, jetzt liegen die da. Ich würde sagen, das ändert das schon einmal, dass man sagt, okay, Freunde, gibt es da noch andere Warnungen und vielleicht können wir auf die genauer hinschauen und vielleicht ein bisschen konkreter sein und uns die genauer ansehen. Ich glaube, das wäre das größte Learning aus der Krise. Die Zusammenarbeit, die Performance der Regierungen, da gibt es immer die Haltungsnoten, die Journalisten gern verteilen. Ja, der Herr Kurz und der Herr Kogler haben das gut gemacht. Mittlerweile kommt man in eine absolute Schräglage, wenn an einem Donnerstagabend plötzlich alle Handys vibrieren, Leuten davon marschieren. Vermutlich auch bei Markus Henschläger, weil alle hysterisch werden, weil jeder wen kennt, der im Krisenstand angeblich ist und behauptet, die Polizei übernimmt die Straßen und morgen ist Ausgangssperre. Daraufhin die Leute die Supermärkte zum Belagern anfangen. Eh noch relativ harmlos im Vergleich zur Türkei. Und dann die Regierung am Abend sagt, nein, es ist eh nicht so geplant und damit halb lügt oder nur die halbe Wahrheit sagt, weil natürlich war es für die nächsten Tage eine teilweise Ausgangssperre oder Ausgangsbeschränkung geplant. Da merkt man schon, wie wir alle an den Rand von dem kommen, was Transparenz, Verantwortungsbewusstsein etc. ist. Das ist ein Sonderfall. Und auf europäischer Ebene muss man sagen, was ich vorher gesagt habe, gilt da auch, dass nur weil wir nicht hingehört haben auf die Krisen, heißt nicht, dass die Warnungen nicht da waren. Und so kommt mir das jetzt ein bisschen vor. Wir kommen jetzt alle drauf, dass Epidemien und Gesundheitspolitik, die sind nicht quasi auf europäischer Ebene anzugehen. Das finde ich interessant, dass die Kulturhauptstadt ist Europäische Union und andere wichtige Dinge. Ich komme jetzt nicht mit der boulevardesken Bananenkrümmung, aber nehmen wir die Kulturhauptstadt als Beispiel. Aber sowas wie eine Pandemie, Da gibt es kein Notebuch für die Europäische Kommission. Von der Kommissarin hat man wenig gehört. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt Markus Henschläger oder alle, die uns jetzt zuhören oder zuhören werden, den Namen sofort parat haben. Da ist nichts vorgesehen. Das ist absurd. Das ist offenbar eine nationalstaatliche Geschichte. Wir haben das Glück, dass die Bundesländer, wie übrigens die Ministerpräsidenten in Deutschland, quasi gegeneinander oder zumindest bremsend miteinander arbeiten und haben das große Glück, dass wir jetzt einen Bundeskanzler haben und das ist nicht seine Performance oder nicht seine aktuelle Performance, sondern die Performance von früher, die meisten Landeshauptleute in der Tasche hat, ja, eingesackt hat, das heißt, die relativ stromlinienförmig das machen, was er mit den anderen ausheckt und es dann nicht bei der ersten Krise den sehr, sehr, sehr sympathischen Josef Bröll gibt und dann sagt dann der Onkel Bröll aus dem Ofen, sagt, na, wir machen das aber anders, sagt Bölken, wir sperren jetzt einmal die Landesgrenzen zu und schauen uns einmal genau an, wer da durchfährt. Also wer weiß, was da hätte passieren können. Nein, ich glaube das nicht, dass der Erwin Bröll das gemacht hätte. Aber ich sage mal, denkbar wäre es. Und ich finde, das musst du mal ganz dringend jetzt sagen, okay, was ist Gemeinschaftspflicht und nicht nur Recht? Und ich glaube, Gemeinschaftspflicht wäre auch eine Pandemievorsorge und Einsatz der Europäischen Union. Wenn wir uns darauf nicht einigen, können wir es gleich sein lassen. Zwei Fragen, die wir sozusagen in dieser Reihe allen stellen. Die eine ist einmal, was glaubst du, macht es mit den Menschen? Werden die Menschen nachher andere sein als vor Corona? Welche grundlegenden Veränderungen, sei es jetzt gesellschaftlicher oder individueller Natur, siehst du da kommen? Oder glaubst du eigentlich, wir werden sehr schnell wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren? Also wir kennen ja, oder wir nicht, aber unsere Vorfahren kennen ja viel, viel schlimmere Krisen und viel, viel schlimmere Einschnitte in ihrem Leben. Dagegen ist das ja in Wahrheit also das ist ja quasi die Luxusvariante für die meisten oder für viele. Und das ist nicht der Zweite Weltkrieg, das ist nicht die Zeit von 1938, 1945 und den Jahren danach. Ich glaube auch nicht, dass es sich in die Richtung entwickeln wird. Was aber schon der Fall ist, ist das Learning aus solchen Krisen, dass in der ersten Phase jeder versuchen wird, nachher so zu tun, dass sei nicht kaum was passiert und an das alte Leben wieder anzuschließen. Zum Teil wird das nicht funktionieren. Ich glaube aber, die Menschen werden sicher und auf jeden Fall ein bisschen besser verstehen und ein bisschen mehr fühlen und spüren, was sie eigentlich hatten. Ich glaube, die ersten zwei Urlaubsreisen, egal wo sie hingehen, ob in Salzkammer gut, dass dann irgendwie abgeschottet werden wird, weil die Einheimischen sich dort mit Mistgabeln gegen die Wiener wehren werden. Ich glaube, das werden wir alle mehr genießen und die sozialen Kontakte wieder mehr wertschätzen und ein offenes Gespräch im analogen Rahmen wieder mehr mögen und lieben. Aber ich glaube nicht, dass sich die Menschen radikal völlig verändern und bessere Menschen aus so einer Krise werden. Das wäre das erste Mal, fürchte ich. Was aber schon passiert, ist so eine schleichende Neueinschätzung. Also ich glaube,
es wird wieder ein bisschen mehr wert werden, was man das jetzt so erschaffen hat. Und man wird ein bisschen besser wissen, wie schnell das alles weg sein kann. Lieber Rainer, zum Abschluss, du bist einer der belesensten Menschen, die wir in Österreich haben. Was liest man in Zeiten von Zeit, wo man sagt, man soll lesen, man hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit zum Lesen außer der Presse? Zum Beispiel hast du Buchempfehlungen oder irgendwelche Ideen, wo du sagst, oder vielleicht einen Blog oder was auch immer, wo du sagst, das sollten eigentlich, da sollte man hinschauen oder das sollte man gelesen haben? Also ich gebe zu, ich lese Printzeitungen wie selten zuvor, mit einer Intensität schlepp sie immer durch die Gegend zwischen den Räumen und habe große Zeitungsstapel und Magazinstapel, die ich alle abarbeiten muss. Lese auch alte Magazine zum Teil und schätze das sehr. Habe gerade gelesen, in Katastrophenstimmung, sehr interessant, dass in einer Katastrophenstimmung die Menschen nicht nur Zerstreuung suchen auf Netflix, kann ich sehr empfehlen, die Kommunisten-Raubserie unter Anführungszeichen Haus des Geldes, kann ich sehr empfehlen, sondern auch sich dann gerne der Katastrophenliteratur von Camus bis weiß Gott wohin widmen. Ich lese gerade den Blome über die Eiszeiten des Mittelalters. Blome beschreibt, wie diese Phase damals auch unfassbar konstruktiv war, während sozusagen eine eher unangenehme Zeit über Europa herangebrochen ist, gerade vorher und währenddessen eine unglaubliche Blüte der Kultur war, der Malerei, übrigens auch der Botanik, wie wichtig der Wien war. Großartig zum Lesen, kann ich sehr empfehlen. Und die neueste Hitler-Biografie habe ich angefangen zu lesen. Und es ist unerstaunlich, wie sehr man eine Biografie, von der man annimmt, dass sie schon tausendmal geschrieben ist, ja, und tausendmal schon aus jedem Blickwinkel, vom Kerscher-Blickwinkel, von weiß Gott was, vom Hamann-Blickwinkel geschrieben worden ist. Und dann kommt noch einmal was Neues und es ist völlig anders, ja, auf einer geostrategischen Ebene beschrieben, unfassbar gut. Lieber Rainer, herzlichen Dank. Systemerhaltend bitte weitermachen, uns immer am neuesten Stand halten. Das, glaube ich, ist ja in Zeiten wie diesen, oder es war noch selten so wichtig. Und vor allem auch, bleib gesund. Herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir, Markus. Ciao. Baba.